So Leute, willkommen zurück zu ETS 2 und wir fahren jetzt direkt weiter. Wir sind auf dem Weg nach Montpellier in Frankreich und ich habe langsam die Schnauze voll von Frankreich. Ich will wieder woanders hin. Das hat genauso viel mit einem französischen Akzent zu tun wie ich und keine Ahnung, Sport. So, wollen wir den Bus mal verleihen? Ja, und den Megane auch noch. Dann sind wir aber dran. So, da kommt jetzt erstmal nichts mehr. So, der Blinker aus. Und wir haben noch 80 Kilometer vor uns. Ist doch super. Bin mal gespannt, was das für ein Händler ist dort in Montpellier. Ich hoffe mal wieder was Neues, damit wir uns das angucken können. Wir haben ja noch nicht einen Iveco und DAF fehlt uns auch noch. Iveco und DAF fehlen uns noch. Die zwei müssen wir auf jeden Fall noch finden. Und dann haben wir so ziemlich alle LKW-Händler gefunden. Also natürlich nicht alle LKW-Händler an sich, weil es ja in fast jeder Stadt einen gibt. Aber zumindest was die Marken betrifft, die Hersteller, die haben wir dann schon mal alle. Und ja, wir können uns dann so ziemlich jeden LKW kaufen, den es in diesem Spiel gibt. Und den ich als Mod reingemacht habe. Ja, der letzte Part an sich ist gut verlaufen. Ich denke mal, so vom Ruckeln her, von der Quali her geht es. Bis auf die Tonqualität von meiner Stimme. Also langsam regt mich das auf, weil ich bekomme es einfach nicht gebacken. Meine Stimme, ja, keine Ahnung, richtig so zu bearbeiten, damit sie auch vernünftig klingt. Also mittlerweile klingt sie eher nach Scheiße wie nach sonst was. So, gerade habe ich das Spiel ein bisschen gelobt, so was das Ruckeln angeht, ne? Und jetzt fängt es natürlich wieder an. ETS 2 ist halt irgend so eine Schlampe, die einem voll in den Rücken fällt. Das ist halt einfach so. Scheiße, jetzt ist mein Leistungsdingsbums doch weggegangen wieder vom zweiten Bildschirm. So ein Kack. Ja, ich wollte jetzt noch was sagen. Achso, ja, wegen Tonqualität und so. Also ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen am Verzweifeln wegen meinem Mikro. Ich will ein neues Mikro haben. Ich habe jetzt aber gerade nicht das nötige Kleingeld dafür. Ich würde mir ja dann gleich gern was Gescheites holen, das auch natürlich auf Dauer hält. Ja, ich denke mal, dass ich da bestimmt 150 Euro investieren muss, leider. Aber so ist es halt. Meine ist ja auch nur ein Hobby, weißt du? Der andere, der, keine Ahnung, der kauft Koks oder anderes Zeug. Der andere, der braucht halt jeden Monat neue Felgen für seine Karre. Die anderen, weißt du, sich laden Filme runter, Musik und Pornos. Und die anderen, die kaufen sich halt Equipment für, weiß ich nicht, wie viel, 100 Euro, nur damit sie Let's Playen können. Ich meine, jeder hat verschiedene Hobbys, ne? Ist halt so. Andere sammelt Steine oder Briefmarken. Der andere Zigarettenstümmel. Frauen vielleicht gebrauchte Kondome, ich weiß es nicht. Habe ich eigentlich noch neben den Let's Playen ein Hobby? Also ich meine, ich zocke gerne. Darum Let's Play ich ja auch. Weil ich... also ich bin so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe keinen Bock im Also ich bin kein Multiplayer-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt allerdings auf das Spiel drauf an. Es gibt allerdings nur sehr, sehr wenige Spiele, die ich für den Multiplayer ziemlich cool fand. Also ich persönlich. Das war einmal Counter-Strike natürlich. Und als zweites fand ich GTA 5 ziemlich cool im Multiplayer. Aber ansonsten gab es bisher nichts, das mich sonst noch so richtig geflasht hat als Multiplayer. Das müssen wir natürlich stark abbremsen, weil die Autobahn hier endet. So abrupt. Andererseits hasse ich es auch ein bisschen allein zu spielen, deswegen mache ich ja Let's Plays, damit ich nicht ganz so alleine bin. Forever alone. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, weil mich die Ampel total abgelenkt hat gerade. Ja, genau, stimmt. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch andere Hobbys habe. Also einerseits natürlich mein Auto. Ich pflege es gern, ich putze es gern, ab und zu mal. Fahre es gerne, also fahren gehört definitiv zu einem meiner Hobbys, deshalb habe ich natürlich auch mit dem Berufskraftfahrer angefangen. Ich meine, wer das Fahren nicht liebt, der geht definitiv nicht auf die Straße. Habe ich aber sonst noch was?
was ich zu meinen Hobbys zählen könnte. An sich lese ich ganz gern. Vor allem mittlerweile, ich bin jetzt gerade dabei, die Dead Space-Reihe zu lesen. Es gibt ja auch Romane dafür. Es gibt auch Comics, soweit ich weiß. Allerdings sind die Comics, so viel ich weiß, alle komplett in Englisch. Genauso wie 2 von 4 Romanen. Also ich glaube, es sind nur 2 Romane, sind auf Deutsch übersetzt worden. Eins habe ich gerade fertig gelesen, und zwar Märtyrer heißt es. Jetzt lese ich gerade Dead Space Katalysator. Und bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Vor allem in Märtyrer, in Dead Space Märtyrer in dem Buch. Es ist so, dass man von der Vorgeschichte von Dead Space 1 noch so viel mitbekommt. Das hat mich richtig geflasht, das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer Dead Space mag und gerne mal liest und so, kann ich nur die Dead Space Bücher empfehlen. Ich habe jetzt auch letztens, was heißt letztens, ich habe vor ein paar Wochen habe ich auch, zu meinem Geburtstag war das, habe ich von der Mutter meiner Freundin habe ich ein anderes Buch gerichtet, und zwar von Dead Island. Fand ich ziemlich cool, ohne Scheiß. So, mein Retarder ist natürlich wieder aktiviert. Und wir fahren jetzt natürlich erstmal zum Händler, nicht dass ihr euch wundert, weshalb ich hier nach links und nicht nach rechts abbiege. Es ist ein Duff-Händler! Und ich bin mal gespannt, weil nach Dead Space werde ich auf jeden Fall Dead Island lesen. Ich finde das voll cool. Seitdem ich Dead Space Märtyrer gelesen habe, bin ich voll auf solche Gaming-Romane irgendwie. Weil es mich einfach interessiert. Erstens, weiß ich nicht, so die Vorgeschichte oder die Nachgeschichte. Nachgeschichte, naja. Oder vielleicht irgendwie so eine Parallelgeschichte dazu. Und das interessiert mich voll. Und Dead Space hat mich ja schon voll umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Dead Space Märtyrer ist bis jetzt auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbücher. Natürlich lese ich auch noch ganz gerne von Stephen King zum Beispiel. Stephen King, was habe ich da alles gelesen, ne, bisher? Der Nebel war ziemlich geil, ist mehr eine Kurzgeschichte, aber dazu gibt es auch einen Film, finde ich mega, mega spannend. Natürlich Klassiker, Stephen King's S, oder im Englischen It heißt das ja, mit Pennywise dem Clown, der kleine Kinder ermordet und so. Aber geiler Roman, also Stephen King ist einer meiner Favoriten, was Autoren betrifft. Stephen King macht nichts falsch. Also ich habe auch noch nicht alle Bücher von ihm gelesen. Ich habe noch einige mehr, die ich auch in meinem Regal habe, aber noch nie gelesen habe. Natürlich Harry Potter damals gelesen, zu meiner Schulzeit, wo ich noch die Zeit dazu hatte, Harry Potter zu lesen. Ja, jetzt ruckelt es natürlich wieder ein bisschen. Was hat der geladen, ey? Leck mich doch am Arsch. Eine Kanone, eine Artilleriegeschütze oder so. Ach komm, ETS, nicht jetzt. Wir sind kurz vom Ziel. Du kannst mir jetzt nicht antun, dass du hier rumleckst wie so ein... Wie so ein Gockel. Oder eine Taube. Ne, die Tauben sind eher so die, ne, mit dem Kopf so ein bisschen... Keine Ahnung. Das ist ein komischer Vergleich eigentlich. So, wir gucken uns nach der Tour auf jeden Fall den Duff-Händler an, und dann werde ich auch schon für heute leider Schluss machen. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Muss auch mal schauen. Ich bin jetzt gerade überlegen, weil ich doch relativ früh fertig jetzt geworden bin, ob ich vielleicht nicht noch 1-2 Parts von Underground mache, weil ich jetzt noch relativ viel auf Reserve habe. Das kann eigentlich noch warten. Überlege ich mir dann. Mache ich spontan, ne? Ihr kennt mich ja. Ich bin, was Let's Plays angeht und so, bin ich schon relativ spontan. Ja, habe ich denn noch andere Hobbys? Außer das Zocken bzw. Let's Playen, weil so offscreen zocke ich eher wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich jetzt vor dem Let's Playen habe ich natürlich gewaltig viel gezockt, wurde dann aber immer langweiliger und so. Andere Hobbys außer Lesen und so, Fahren... keine Ahnung, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was über euch erzählen, so was ihr gerne macht, hobbymäßig, freizeitmäßig. Vielleicht seid ihr in einem Verein oder sowas. Ich habe mir überlegt, eventuell in einen Dartverein einzusteigen, weil ich auch ganz gerne Dart spiele. Oder nicht gerade so schlecht bin, würde ich jetzt mal meinen. aber war, ja, der Verein ist ein bisschen weit weg von hier. Da hat sich das ehrlich gesagt nicht rentiert. So, wir koppeln natürlich ab. Und yeah, ausgezeichnet haben wir die Ware.
Beim Kunden abgeliefert, Level 7 haben wir Bonus gekriegt, Geld und ADR Klasse 3, nur 43 EP, aber immerhin, zusammen bekommen wir 552 EP. Reicht auf jeden Fall dafür, Level 8 zu erreichen. Wir sind immer noch ein Enthusiast. Bin mal gespannt, was das nächste ist. Wahrscheinlich irgendwie so Profifahrer oder was weiß ich, was für ein Käse. Und wir machen jetzt nochmal auf hochwertige Fracht. Denn es macht Sinn. Wir werden nämlich des Öfteren jetzt erstmal hochwertige Frachten fahren. Ich glaube, hochwertige Fracht zählt ja nicht nur als Schwerlast. Ich habe nämlich mitbekommen, dass auch Elektronik zum Beispiel irgendwie hochwertig ist. Es kommt halt darauf an, wie weit die Strecke ist und was genau wir liefern und so weiter. Ich weiß ja auch nicht, was alles durch die Mods noch dazugekommen sind. Also lassen wir uns mal überraschen. Wir sind jetzt wirklich nur 14 Kilometer von 3000 Kilometer entfernt. Dann haben wir die 3000 Kilometer Marke geknackt. Meiner Meinung nach ist es gar nicht mal so schlecht. Für das, dass wir erst im Part 28 sind, ist wirklich nicht übel. Wir haben 60.621 Euro. Global Trucking Firma, bald sind wir selbstständig und dann wird es auf jeden Fall richtig losgehen. Wir schauen uns jetzt natürlich den DAF-Händler an. Habe ich gespeichert? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Tut mir leid, falls ich doch schon gespeichert habe, aber ich kann mich gerade echt nicht erinnern. So, LKW-Händler. Und dann schauen wir uns mal beim DAF um. Denn beim DAF habe ich, glaube ich, auch ein oder zwei Mods drin, die ich euch gerne mal zeigen würde. Einer davon ist diese hier, der Kenworth T800, den wir auch schon einmal fahren durften, allerdings mit Liftachse. Und das hier ist auch ein ziemlich, ziemlich geiler Mod, wie ihr wisst, falls ihr das Video gesehen habt, wo ich den gefahren bin. Da ich sehr begeistert von dem war, von den ganzen Details und ja, doch, der ist schon sehr geil. Wir können natürlich aus dem noch einiges machen, das ist ja nur die Extended Day Cab, also hier die kleine Kabine. Es gibt natürlich Sleeper Kabine, also hier, da geht die Kabine ungefähr bis hierhin ungefähr. Und dann ungefähr nur so hoch, also doch, das ist ein typischer Ami-Truck und macht auf jeden Fall ganz schön was her, vor allem der Sound. So, gucken wir uns mal weiter um hier. Hier haben wir den DAF Euro 6, an dem gibt es eigentlich an sich nicht viel zu sagen, ist halt ein ganz normaler DAF Euro 6, wie gesagt. Facelift, neue Kühlergrill, neue Scheinwerfer, bisschen ja, neuer Innenraum und so, aber im Großen und Ganzen war es das natürlich. So, hier haben wir den alten DAF, ich sag einfach immer die ganze Zeit Euro 5 dazu, könnte natürlich auch Euro 4 sein, keine Ahnung. Oh Gott. Entschuldigung, kennt ihr das, wenn ihr euch beim Reden an eurer eigenen Spucke oder so verschluckt? Boah. Ja, mir geht's gut. Wie gesagt, ja, DAF Euro 5, der alte. Ah, da kostet auch ganz schön viel Schotter. Was hat denn der Euro 6 gekostet? Der Euro 6 ist sogar billiger als der hier. Ah, liegt wahrscheinlich am Motor. Der hat nämlich mehr Leistung. Naja, gucken wir mal weiter. Das hier ist der nächste Euro 6 DAF. Diesmal 6x4. Nochmal ein DAF Euro 6. Wahrscheinlich die höchste Ausstattung, die es gibt. Hier haben wir den DAF Euro 5 nochmal. Wahrscheinlich auch in der höchsten Ausstattung, die es gibt. Nochmal DAF Euro 6 in der höchsten Ausstattung, die es wahrscheinlich gibt. Und das war es tatsächlich schon mit den DAF-Mods. Ich dachte, ich hätte hier noch was drin. Ne? War wohl doch nicht so, ne? Ja, hier haben wir einen DAF Euro 6 mit Liftachse. Wie wir hier unschwer erkennen können. Kann natürlich auch einiges machen. Ich habe extra für DAF, ich glaube, einen Tuning-Mod installiert, wo wir ein bisschen mehr Auswahl an Fahrwerken und so weiter haben. Ja, aber ansonsten gibt es zu denen eigentlich nichts mehr zu sagen. Ihr habt gesehen, was wir hier so alles zur Verfügung haben. Der hier kostet nur, die können wir uns ja fast leisten. Hey, was geht denn hier ab? Das ist ja cool. Ich kann euch ja mal zeigen, was wir hier so an Kabinen hier machen können. Wir können hier natürlich einmal Aero Cab machen, Flat Top Sleeper und Aerodynamic Sleeper. Das ist das, was ich mit den Kabinen gemeint habe. Und so, das macht schon sehr, sehr viel aus. Also der Unterschied zwischen dem und dem, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Was das an Aussehen bewirkt, ist echt brutal. Ich meine, das ist eine komplette Kabine, ja. Das ist ja nicht so, als würde mir, keine Ahnung, nur so ein, weiß was ich, eine Sonnenblende verändern oder Spiegel oder so. Macht schon ganz schön was her. Vor allem die Lichter hier, die gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist halt so typisch Ami-like. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. So.
Was das Thema Voting ja betrifft, habe ich versucht schon im letzten Part ein bisschen zu erklären, dass wir das Voting jetzt einfach mal außen vor lassen. Ihr könnt trotzdem natürlich schreiben, was ihr gerne für einen LKW als erstes sehen wollt. Ich werde mich jetzt aber nicht mehr so auf das Voting verlassen, weil jetzt doch nicht so viel an Stimmen gekommen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sind, wie gesagt, Part 28 sind wir jetzt und wir haben immer noch nur 6 Stimmen insgesamt, 5 davon sind für einen DAF. Vielleicht kaufen wir uns ja auch einen DAF, weil ich jetzt das Voting nicht ganz so einfach abschließen will. Ich meine, wir müssen einfach mal schauen. Ich glaube, wir könnten ja auf jeden Fall schon mal die nächste Tour annehmen an sich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja jetzt diesmal in Montpellier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir könnten nach Toulouse fahren oder nach Lyon. Hallo? So, einmal haben wir hier der Mercedes-Benz Actros MP3. Und zwar mit 25 Tonnen ein Dolvario 3-Achs-Baucontainer. Das sieht auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Strecke aus. Und wir kommen an die Grenze von Spanien, was ich ja gerne sehen würde. Oder wir fahren nach Lyon, dann würden wir jetzt hier erstmal ein bisschen hochfahren. Und dann hier wieder, auch mit einem Dolvario, mit derselben Ladung. Allerdings würden wir für den MP4, da würden wir ein bisschen mehr Kohle bekommen. Ein bisschen, naja, 1.100 Euro mehr, ne? Der hat wahrscheinlich auch mehr Leistung als der hier. 25 Tonnen sind jetzt auch nicht ganz so zu unterschätzen. Mit 300 PS wird es da schon ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt mal grob geschätzt sagen, also 420 müssten auf jeden Fall drin sein, damit wir da gescheit vorwärts kommen. Also, es ist ganz klar, ich nehme auf jeden Fall die Strecke nach Toulouse, weil ich in Toulouse auch noch nie war und ich da einfach mal gerne hinfahren würde. Den Zustand des LKWs, die Tour und den Trailer und so gucken wir uns natürlich erst in Part 29 dann an, weil, ja, das muss jetzt nicht noch unbedingt hier in diesem Part sein, wir können uns natürlich kurz im Innenraum angucken, aber das ist jetzt, das ist ja nur die kleine Kabine, das ist Billigausstattung. So, übrigens in einem Mercedes Actros, auch in einem MP3, habe ich übrigens meinen LKW-Führerschein gemacht. Der sah von innen genauso aus wie der her, nur dass ich halt in der Megaspace-Kabine gefahren bin. Also mit der hohen Kabine und es waren 3 Sitze hier vorne, es waren nicht nur 2, es war nur ein Sitz in der Mitte. Ja, ihr wisst ja, wegen Fahrschule, muss ja einmal der Fahrer selbst, der Fahrschüler, dann sitzt in der Mitte normalerweise der Fahrlehrer und dann ganz rechts außen der Fahrprüfer. Und ja, war ganz lustig, als ich ganz am Anfang gesehen habe. Also ich bin übrigens mit so einer Egotronic-Handschaltung gefahren. Mit so einer Halbautomatik, auch mit Kupplungspedal, ne? Also nicht LKW automatisch, voll einfach und so, muss ja nur fahren, lenken, gucken, fertig. Nee, ich bin auch tatsächlich mit Halbautomatik gefahren. Was heißt Halbautomatik? Der LKW schalten tut er nicht von selbst, ihr müsst schon die Gänge selber wählen und auch selber die Kupplung betätigen. Dann erst schaltet der LKW von selbst. Also erst, wenn ihr den richtigen Gang ausgewählt habt und die Kupplung gedrückt haltet, dann gibt es so einen Klack-Sound, dann wisst ihr, der Gang ist drin und dann erst könnt ihr die Kupplung loslassen. Das Lustige, was ich auch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit Fahrstunden, war das so schwierig für mich, mich von der Handschaltung, von der manuellen, also vom PKW, auf die Halbautomatik umzugewinnen. Ich bin auch noch nie Automatik bisher gefahren. Aber die Halbautomatik, mit der habe ich mich ganz am Anfang sehr, sehr, sehr schwer getan, weil das so ungewohnt war. Der LKW schlägt euch natürlich auch noch Gänge vor. Jetzt Beispiel einfach, ihr fahrt gerade einen Berg hoch und meistens ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich außerorts gefahren bin, den kleinen 8. Gang drin hatte. Jetzt geht es aber zum Beispiel bergauf und dann erscheint schon im Display, ey, du könntest ja mal runterschalten, dann hast du mehr Drehmoment und kommst den Berg einfacher hoch. Und dann hat er zum Beispiel, weiß ich, 7 hoch angezeigt und dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt schalten, drückst einfach die Kupplung, wartest auf dieses Klickgeräusch, dann weißt du, der Gang ist drin, kannst die Kupplung loslassen und ja, zack, fertig war's. Aber so an Kreuzungen und an schwierigen Kurven, an engen Stellen und so, fand ich das der Horror mit der Halbautomatik. Bis nach der, ich weiß nicht, 5. oder 6. Fahrstunde, bis ich dann den Fahrlehrer gewechselt habe, mit dem ging es dann wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mit dem neuen Fahrlehrer nicht wirklich viel gefahren. Ich weiß, ich hatte eine Woche, da bin ich jeden Tag gefahren mit ihm. Und vor dieser Woche, ich glaube, ich hatte auch nur 7 Fahrstunden mit dem. Also insgesamt hatte ich an sich auch nicht wirklich viel Fahrstunden, was LKW-Führerschein betrifft. Genauso wenig wie PKW.
Da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe zwar in meinem Leben noch nicht wirklich viel erreicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich meine, ich bin 22, habe noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist heutzutage mittlerweile schon traurig. aber mit dem Führerschein, da habe ich mich wirklich angestrengt, weil ich das unbedingt wollte und weil mir das viel Spaß gemacht hat. Und das hat man auch gemerkt. Ich habe da wirklich Herzblut reingesteckt. Meine komplette Seele habe ich dafür... keine Ahnung, was ich gerade mit Seele sagen wollte. Irgendwas mit Seele. ich habe mich da auf jeden Fall angestrengt und ich habe alles gleich beim ersten Mal geschafft. Ich hatte dort nicht wirklich viel Probleme mit. War sehr super. War auch eine schöne Zeit. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Habe viele nette Leute kennengelernt bei der Fahrschule. Und ja, so viel zum Thema Fahrschule und so weiter und so fort. Ich werde jetzt auf jeden Fall einen Cut machen und ich hoffe, dass ihr Part 29 wieder dabei seid. Dann werden wir auf jeden Fall nach Toulouse fahren mit diesem Mercedes Arctros der MP3-Klasse. Und ich bin gespannt, was uns in Toulouse so alles erwarten wird. Macht's gut, haut rein, viel Spaß, ciao!